ein Spiel von Activision. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, Toys for Bob. Oh, wer ist denn der Drache da? Wer ist denn der Drache da? Oh, ein Spiel basierend auf der Unreal Engine. Leute, was kann das sein? Wer kann das sein, Leute? Das ist, na? Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen, aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich habe schon zu viel verraten. Warten wir, bis da was steht. Was steht denn da? Das ist Spyro Reignited Trilogy oder Reignited Trilogy. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Ich sag Reignited Trilogy. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist ein Remake der ersten drei Teile oder der einzigen drei Teile von Spyro. Das werden wir mal zusammen zocken. Wir fangen natürlich an mit Spyro the Dragon an. Wir starten mal direkt. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, Lizenz, blablabla. Leute, ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Das habe ich in meiner Kindheit so dermaßen gezockt, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dieses Spiel jetzt mal mit euch zu Let's Playen. Wir starten natürlich mit Spyro the Dragon. Dann gibt es noch Spyro Riptus Rage und Spyro Year of the Dragon. Na, natürlich könnt ihr sehen, ist jetzt alles hier geremaked. Ne? Also wie der Spyro aussieht, so sah er damals auf der PlayStation 1 noch nicht aus. Aber jetzt mittlerweile, ich bin gespannt, was wir hier mit Spyro wieder erwarten werden, weil es ist, glaube ich, schon mehr als 20 Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Oder 15 Jahre. In der Welt der Drachen. Und wundert euch nicht, die Facecam ist zwischendurch natürlich immer mal wieder weg. Besonders in den Cutscenes. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh. Es gab ja schon ein Remake von Activision und zwar Crash Bandicoot. Und das lief ganz gut. Wie hieß denn der Typ? Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Stimmt. Ganzen Drachen. Außer Spyro, glaube ich. Da habe ich wohl einiges zu tun. Das stimmt. Und das Abenteuer beginnt. In diesem Spiel ist man in verschiedenen Welten, glaube ich, unterwegs. Oder verschiedenen Ländern. Keine Ahnung, wie man das jetzt direkt nennen mag. Aber wir sind hier auf der Oberwelt. Oh, und diese Musik. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen die Steuerung lernen. Okay, mit... Okay. Also Leute, mit X können wir springen und dann gibt es hier noch mit Doppelsprung, dann können wir fliegen. So mit Viereck, ne, können wir hier schön die Leute mit unseren Hörnern wegrammen. Die Diamanten müssen wir hier natürlich auch einsammeln. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder so langsam klarkommen. Dann haben wir natürlich als Drache hier, oh, guckt euch mal, wenn wir hier Feuer spucken, dann guckt euch mal den Rasen an. Das verbrennt. Cool. So, komm hier hin. Dich erwische ich auch noch. Kommst du wohl hier hin? So. Das können wir ein paar Diamanten einsammeln. Hier springen wir natürlich. Ja, ich muss erstmal noch klarkommen mit der Kameraführung und so. Auf Dreieck können wir uns ein bisschen umsehen. Okay. Gucke gerade auf R1, können wir uns links und rechts rollen. Okay. Auf R2 Feuer. Ich dachte jetzt, auf R2 können wir vielleicht... Kommst du wohl hier hin? Komm hin! Dankeschön! Okay, also mit der... Kommen wir langsam wieder klar. Okay, gut. Können wir hier bei den Optionen würde ich gerne ein bisschen was einstellen. Also Steuerungsbelegung.
Regenheit, Retro-Steuerung. Rolle links, Rolle rechts, umsehen, stören, Flammenangriff, Sprung. Ja. Ja, wir nehmen die Reignited. Ja, das passt. Okay, Bewegungsliste. Ist hier irgendwas? Auf Schatz zeigen, L3, Vibration ein. Karte ein vielleicht erstmal. Sound, dynamische Musik ein. Ja. Okay, vielleicht die Lautstärke ein bisschen runter. Kamera. Was heißt denn aktiv jetzt? Heißt das, dass sie uns verfolgt die ganze Zeit? Ah, okay, ich glaube, die gefällt mir ein bisschen besser, die Kamera. Ja. Da muss ich die ganze Zeit nicht wieder rumspielen. Okay, gefällt mir ganz gut. Die Karte kann aber eigentlich weg. So, die kommt jetzt erstmal weg. So, Handbuch. Steht hier irgendwas? 14%. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gerettet, das ist der Delby. Der wird uns wahrscheinlich hier ins Tutorial einführen. Wo ist Nasty Nog? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Okay, alles klar. So, Delvin ist, glaube ich, jetzt weg. Können wir hier mit der Fee sprechen? Nee, wir können einfach nur wiederholen. Deswegen. Was haben wir denn? Wir können hier auch ins Wasser. Ah, wir können hier drauf. Was passiert denn hier? Aber wir dürfen, warte mal, wir dürfen nicht runterfallen. Wenn ich das richtig sehe. Okay, irgendwas passiert hier. Ah, wir haben hier den Sonnenflug frei. Okay. So, können wir eigentlich schon in diese Türchen hier rein? Ne, können wir noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal... Oh, da hinten ist auch noch ein Drache. Den wollen wir auch noch frei machen. Ja, ich muss hier erstmal die Landschaft hier ein bisschen erkunden, Leute. Oh, das ist gerade so Nostalgie für mich. Okay, das ist Nestor. War der eben auch im Fernsehen kurz? Ich glaube auch, ja. Nasty Nog. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 okay. Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Okay. Was ist mit Nasty Nog? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann okay. ich dir nicht sagen. Das ist also die Mission. Wir müssen die 10 Drachen finden. Wir starten am besten mal jetzt hier beim Steinhügel. Da müssen wir einfach in die Welt rein. Das war früher wirklich Standard, wie bei Super Mario 64 und so. Man musste einfach in die Welt springen. Ne, das war so früher Standard. Bei Crash Bandicoot gab es das auch. Deswegen fliegen wir jetzt mal zum Steinhügel und mal gucken, was uns da erwartet. Die erste Mission bei Spyro the Dragon. Und wenn ihr dieses Projekt feiert, gerne ein lilanes Herz, passend zum Spyro, ein violettes Herz, ab in die Kommentare. Falls ihr das nicht findet, egal welches Herz. Okay, Spyro, let's go. Okay, wir sind hier beim Steinhügel. Guck jetzt mal. Komm hier hin! Können wir eigentlich gegen den kämpfen direkt? Ich bin mal gespannt. Ja. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen durch die Welt tackern und versuchen, die verschiedenen Drachen hier zu bekommen. Natürlich macht es auch Sinn, hier die ganzen Diamanten, ich sag mal Diamanten einzusammeln. So, da schon nächste. Okay. So, da sind auch die Schiffe, die sollten wir auch mitnehmen. Wie schnell der unterwegs einfach ist. Komm hin! Okay. Unsere Libelle Sparks ist gerade gelb. So, wir haben hier einen Drachen. Wir haben hier auch verschiedene Kisten. Die können wir... Okay, warum sind die... Okay, die können wir, glaube ich, nur so frei machen. Da müssen wir durchlaufen. Okay. Mal gucken, wen wir hier haben. Das ist Linda.
Lindar. Ah, den kennen wir doch, oder? Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst. Was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Doch, klar. Du hast der Fortschritt jetzt gespeichert? Ich hoffe doch. So, es geht weiter. Wir sind hier noch nicht am Ende im Steinhügel. Den ersten Drachen hier befreit. Was ist denn hier drinne? Ah, guck mal! Ja, Geheimgang. Ah, warte. Nein, ich wollte nicht nach oben. Oh, Spyro! Nochmal rein. Brauchen wir hierfür einen Schlüssel? Na egal, wir gehen jetzt erstmal hier zum Drachen. Gaius! Was sagt der uns? Oh, der macht sich einen Kaffee. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Okay, also wie kommen wir hier... Brauchen wir dafür einen Schlüssel? Kann sein. Scheint so, weil das Schloss da vorne ist. Ich kann mich nicht mehr zu 100% erinnern, wie das jetzt, wie wir die einzelnen Truhen hier jetzt freigemacht haben. Ich weiß nur, dass wir hier durchlaufen können. Das ist gut. So, guck mal, wie das hier aussieht. Wie ein Palast. So, ich gehe jetzt nochmal hier rein. War ich hier schon richtig drin? Nee. Doch. Nee, hier. Hier war ich noch nicht. Guck mal, hier sind sie doch. Ey! Ey! Boah, also unsere Libelle ist jetzt nur blau. Ich glaube, das heißt nichts Gutes. Ich glaube, müssen wir Diamanten einsammeln, damit es dem wieder besser geht. Zack. Ja, ich glaube schon. Hey! Die können wir nur mit Wasser bekämpfen. Mit Feuer bekämpfen anscheinend. Aber die Grafik... Einfach nur phänomenal, Leute. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich möchte eigentlich nur hier ein bisschen rumlaufen, mehr nicht. Kommt hier hin! Ah! Sag mal, werden das immer mehr? Ich weiß auch, hier gibt es auch so einen nervigen, der hat immer einen Diamantensack oder so. Der ist richtig nervig. Okay. Gehen wir mal hier rein. Da geht's nach oben. Ah, guck mal. Ein weiterer Drache. Gildas! Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar! Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Kommt wahrscheinlich aus England, der Drache hier. Okay, wir springen mal gleich hier runter. Also, er hat gesagt, einmal kurz hier drauf. Haben wir dann gespeichert. So, und jetzt geht's wieder runter. Cool. Gefällt mir sehr gut. So. Hier ist doch einer. Ich höre den doch die ganze Zeit. Wo ist der? Ist der hier drinne? Oder über uns? Ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier in den Palast rein. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Sieh mal einer an. Tschack. Was ist das hier? Ein Leben mehr! Okay, wir haben gleich die erste Mission geschafft. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums... zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Heiß kalt. So, wir haben die ersten 6 Drachen schon mal befreit. So, wir haben alles hier bekommen, was wir, glaube ich, bekommen können. Ja, sieht wirklich sehr toll aus. Es geht zurück nach Hause. Damit hätten wir die erste Mission, aber das war's für heute noch nicht. Also, die Reise zurück in die Vergangenheit oder zurück in die Zukunft. Wenn wir jetzt natürlich... noch nicht beenden, sondern es geht jetzt erstmal noch weiter. Ich weiß nicht, welche absolute... So eine halbe Stunde pro Folge sollte eigentlich reichen.
Okay. Hier sind sie schon wieder. Hier sind wir wieder auf der Oberwelt. So. Was können wir denn als nächstes machen? Gehen wir hier zu Sonnenflug? Ja, gehen wir mal in den Sonnenflug rein. Ich weiß nicht, ob das so eine Spezialmission ist, aber ich denke mal nicht. Ich hoffe nicht. Wir haben schon 161 Diamanten gesammelt. Ist das cool, das Spiel. Ich liebe es! Okay, let's go! Doch, wir fliegen tatsächlich. Fliegen wir jetzt die ganze... Oh, guckt euch das mal an! Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah, wir müssen die ganzen Fässer... Ah, verstehe. Also mit dem Flug hier, das hat, ich sag es euch, das hat es aber in sich. Müssen hier die Gleisen entlang? Hallo, umgekehrt. Oh Gott. Ah, guck da. Ach, wir haben nicht so viel Zeit. Oh, jetzt verstehe ich. Oh, super Kahn. Abgestürzt? Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Das ist gegen die Zeit, das habe ich gar nicht gesehen. Darauf muss ich auch mal achten beim Sonnenflug. Kann man da denn überhaupt... Ich frage mich, ob man sich da überhaupt... Okay, wir bleiben weiter dran. Ich habe da unten was gesehen. Und da können wir uns auch ein bisschen Zeit holen. Na, guck mal. Ich habe zumindest gleich alle Schatztruhen. Okay. Es geht wieder zurück. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Ich habe gesehen, wir können uns hier ein bisschen Zeit holen, glaube ich. Und hier auch. Ja, aber bis ich... Oh. Die Zeit, die ich die ganze Zeit geholt habe... Ja, das hat es ja gar nicht gebracht. Obwohl doch... Ich sag mal, man muss die ganzen Dinger auch einsammeln. Fliegen wir hier durch. Also ist das so eine Mission, wie viel man auch erreichen kann? Reicht oder so? Also hier sind auf jeden Fall die Flugzeuge. Das schafft man doch niemals. Okay, wir beenden das jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, ob man das wirklich... Ich weiß, müssen wir mal gucken. Wir machen erstmal die andere Mission. Weil, das war ja auch nur freigeschaltet. Also, nachdem wir auf diese Dinger draufgegangen sind, auf diese Platten. Ich hoffe nicht, weil ich weiß... Oder kann man die immer nacheinander einsammeln? Ich weiß es nicht mehr. Auch für mich ist das wieder so irgendwie nicht neu, aber ne, man muss sich auch dran erinnern. So, wir haben 6... So, gehen wir mal weiter. So, irgendwo anders, wo wir rein können. Okay. Da ist der Ballon. Okay, er hat gesagt, wir dürfen da erst hin, wenn wir 10 Stück haben. Mal gucken, was er sagt. Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten. 10 Drachen, dann ja. Darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Okay, Marco. Alles klar. Dann sollten wir jetzt uns nochmal darum kümmern, 4 weitere Drachen zu bekommen. Wir waren ja gerade hier. So, okay. Hier ist noch ein weiterer Drache. Das ist der Thomas. Ohne Haar. Der Musiker. Hey, Spyro. Drück 2-mal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Okay.
Guck mal, der hat hier... Okay, so, wie sieht's hier aus? Haben wir hier noch vielleicht was? Ah, hier haben wir die Altstadt. So, mal gucken, ob wir hier drei weitere Drachen finden, ne? Und ob wir die erste Welt hier jetzt schon bewältigen können. In unserem ersten Video von Spyro the Dragon aus Reignited Trilogy. Trilogy, ja. Oh, ich liebe dieses Spiel. Okay, willkommen in der Altstadt, Spyro. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Okay, ich sehe schon Drachen Nummer 1. Oh, guck mal, hier sind die Hühnchen, stimmt. Die Hühner, Hühnchen. Sparks ist Gold. So, wir gehen mal nach oben zum ersten Drachen. Die können wir noch frei machen. Hier haben wir Drache Nummer 8, glaube ich. Das ist Nils. Oh, ein Künstler. Hallöchen. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Ja, ich sehe schon einen. So, ich glaube, da ist der Kampf angesagt gegen die. Ah, und danach? Ja, okay, noch mit Feuer. Also, manche sind nicht nur durch das Umstoßen mit den Hörnern besiegt, sondern... Okay. Oh, das ist doch so ein... Ja. Wieder um neues Leben. Okay, ich sehe hier schon... Oh, hier müssen wir vorsichtig sein. Hier müssen wir gleiten. Sehr gut, Spyro. Nächster Drache, das ist der Devlin. Ho, unser Koch! Danke, oder Spyro. Meisterkonditor. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Ja! Aber wie viele wollen uns das denn noch sagen? Oh, guck mal. Hier haut einer auch. Ich helfe dir, keine Sorge. Aber tut mir leid. Du bist dann auch noch dran. Können wir hier in dem Brunnen? Hier ist doch einer. Ach da, den meine ich. Kommen wir da irgendwie hin? Ne, da muss ich hin. Okay, warte, kriege ich hin. Den meine ich. Der ist voll schwer zu kriegen. Warum haben wir den denn eben nicht gesehen? Ah, nee, das ist nicht so einfach. Ich versuche es nochmal von hier. Nein, warum komme ich da denn nicht hoch? Das ist ja frustrierend. Naja, gut, lassen wir den nochmal. Bei den Bullen müssen wir natürlich aufpassen. Oh Gott. Ach, die können wir auch mit dem Feuer erwischen anscheinend. Nach Hause möchte ich eigentlich noch nicht, denn wir haben noch nicht alle Drachen befreit. Das ist Drache Nummer 9, müsste es sein. Alva oder Elvar. Der hat hier so einen Dönerspieß dabei, warum auch nicht? Hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Ja. Du musst ihn aufspüren. Ja genau, die Dracheneier. Und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Ja, merkt man. So, ich frage mich jetzt, wie wir da hochkommen. Wie war das nochmal? So, jetzt. Guck, den meine ich. Der ist so anstrengend zu holen. Wo ist der?
So, habe ich ihn? Ich habe ihn doch nicht, oder? Habe ich ihn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich guck noch mal. Nein, der ist schon wieder da oben. Oh, dieser Dieb. So. Sieht schon am Anfang schon relativ tricky, das Spiel. Okay. Seht ihr? Und dann verschwindet der schon wieder. Der ist so frustrierend, dieser Drachendieb. Ich tue mir den jetzt nicht in der ersten Welt direkt an. Kann ich mir nicht geben. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich den letzten Drachen da frei bekomme. Weil der ist schon wieder an seinem Spot da. Kriegst du nie in der ersten Welt. Und ich weiß auch nicht, ob man den nur rammen darf. So frustrierend. Ja, ich wollte aber eigentlich jetzt darüber. Oh. Spyro. Wir haben schon 10 Drachen, aber hier ist noch ein 11. Drache. Das heißt, wir könnten schon in die nächste Welt. Aber ich will den 11. Drachen hier natürlich auch noch befreien. In der Altstadt. So, dann können wir in die nächste Welt. Oh, jetzt schafft er noch nicht mal diesen Flug. Das war schlecht. Drehen dann über den Flug hin. Also das Spiel ist nicht einfach. Ne? Denkt jetzt nicht, oh, das ist ja voll easy. So, jetzt auch. Nee. Ist mir egal. Ich habe jetzt keine Lust darauf. Okay, man muss das hier schnell genug machen. So. Dann retten wir noch Thor. Aber das ist nicht der Thor aus Avengers oder jemand anderes anscheinend. Guck mal, sieht ein bisschen ähnlich. Spyro, du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Ja. Okay. So, das war die erste Welt. Wir können jetzt zurück nach Hause. Das machen wir auch. Sammeln hier noch die letzten Dinger ein. Und dann geht es ab nach Hause, Leute. Ein Let's Play hier, Spyro the Dragon oder auch Spyro Reignited Trilogy. Wir werden natürlich jetzt hier noch weitermachen, definitiv in den nächsten Tagen. Mir macht es doch sehr, sehr viel Spaß. Und dann werden wir in der nächsten Folge in die nächste Welt reisen. Ne, das war das. Wir warten jetzt nochmal kurz, ob hier noch irgendeine Cutscene oder so kommt, wenn wir hier ankommen oder nicht. Ne, das war Nummer 11. Wir gehen jetzt nochmal zu Marco oder beim nächsten Mal und dann können wir weitermachen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Spyro the Dragon hier, Reignited Trilogy. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Karp. Ciao!